Zuvor bei Shadow of the Tomb Raider. Have more rebels been captured? Chuking wet bisak by love. Kakachop ticheop. Uchil tulaka lekaho. Telupexak olo. I'll see what I can do. Nibole, ine Jedi. You're welcome. You and your friends are safe. I've freed your friends, and there's more good news. Kolqui is alive. He was in the lead when the others were surrounded. He shouted a warning and ran away. Hach le yok sal kolki hach hach. Yancha hubin te kuchil kananil yantel witzo. Heel gua mentik uts akachtike. Aalti ebinon taktu sahtabi le calavera. I'll find him. Kolki! Tal kolki tan sal kapti tan ulakin ti koob kukulkan! Balam katuni. Tu itzak ten takin bishin wali guama. Unak kachil poma. Ukilich kunesahil kukulkan. Upek tsulma. Kubabah beyo. Helul. Kimes bin le tsulul makobo! Kukulkan hol besi kek maskab. She's being held at the prison by the old temple. Akan led a raid and was taken too. What if I climb up here, free her, and then signal to attack? Let's leave scouting the temple in the upper district. I'll go talk to him. We'll have backup ready once you get her out. I'll get her out. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei mir, dem J-Mo und Lara Croft bei Shadow of the Tomb Raider. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Heute wird es wieder eine Haupthandlungsfolge geben. Ihr habt hoffentlich jetzt den Recap gesehen, den habe ich ja drin gehabt, um nochmal, damit ihr richtig reinkommt, was als nächstes vorsteht. Wir wollen Honorato befreien. Und ja, wir sind jetzt hier beim Händler. Ich dachte mir, okay, ich verkaufe erst nochmal Sachen und ich hole mir noch die Sachen, die der Händler ihr hier noch verkauft. Und zwar den Sechs-Himmels-Mantel. Sechs-Himmel trug diesen Mantel im Kampf. Die Adlerkrieger im Kult des Kukulkan schmücken sich ihr zu Ehren mit Adlerfäden. Mehr Schutz vor Fernangriffen. Werden wir nicht anziehen, aber ich kaufe ihn mal. Schauen wir uns gleich nochmal. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Und Stiefel aus Leopardenfell, also Kantusstiefel und Vicuna-Wolle, getragen vom legendären Jäger Kantu, der den Inka half, Paititi zu erreichen. Mehr tierische Ressourcen aus jeder Quelle. Auch das ziehen wir uns an. Okay. So, wir müssen die eh noch herstellen. Aber, was wir jetzt gleich eh tun, oh, da sollten wir nicht gleich so hinlaufen, weil da gehen wir gleich hin. Wir müssen uns noch umziehen. In unsere Schlangenrüstung, damit wir da durchgehen können. Sonst funktioniert das nicht und genau das machen wir jetzt. Ich lauf kurz hier zu diesem Feuerchen und dann ziehen wir uns um. Schauen uns die gerade gekauften Sachen vielleicht nochmal kurz an. Haben wir schon wieder ein... Nee, das ist kein neuer Punkt, sondern das ist das, was wir letztes Mal im Herausforderungsgrab bekommen haben, Köcher der Wespe. Das heißt, wir können mehr Pfeile verschießen, obwohl wir sie gar nicht haben, was irgendwie seltsam ist, aber okay. Jedem seins. Und so, dann schauen wir mal, wie das hier aussieht und basteln uns mal die Sachen hier zusammen. Oh, das sieht auch nett aus. Lara, dreh dich mal. Ich mag diese, naturalistischen Umhänge vor allem. Ich finde die ganz cool. Vor allem das mit der Kapuze finde ich ganz schön. Vielleicht, weil ich irgendwie so dieses Hoodie-Zeug mag. Aber auch dieser Federumhang ist auch ganz cool. Aber wir benutzen die eh nicht. So wirklich. Bei den Füßen ist es, ehrlich gesagt, da ist es mir tatsächlich egal. Welches haben wir jetzt gehabt? Nicht Abend, 7. Kantusstiefel. Die müssen wir auch noch herstellen. So. Sehen so aus. Das ist halt irgendwas umwickelt. Aber, wie gesagt, wir brauchen das nicht. Wir brauchen was anderes. Wir brauchen jetzt das hier. Das ziehen wir an und dann geht's zur Rettung. To the rescue! Lara, to the rescue. So, was ist hier noch? Sammeln wir hier noch ein bisschen Zeug ein. Ich weiß, ich brauche hier noch so ein bisschen so Froschzeug und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt eigentlich letztes Mal, dass ich noch Dingens machen wollte. Hier die... den Monolithen, aber ich glaube, das mache ich einfach. Wenn ich mal wieder so eine Sammel... Pausenquest mache, Folge. Die ich ja auch immer wieder. Moment, hä? Ach, da! Die ich auch immer mal wieder zur Abwechslung reinhaue. So, und jetzt machen wir dann. Kümmern wir uns eher um die Main-Handlung des Ganzen. Ach, wieder Gold gefunden. So. Versuchen mit Edsley seine Mutter zu befreien. Wo ist er denn? Edsley.
Bist du Ätzli? Oder wartest du hier noch? Uja will die nach Batelone zu kopf. Uamatin halkabatikone. Helukub kimesalobe. Hukimesalob. Wir kriegen das schon hin, mein Freund. So. La la la. Arkan haben sie ja auch gefangen genommen. Das war scheinbar ein Angriff. Na? Kanantabahau, etzopsachtile kuschul bateila, weil el aliyam patalobe, tachuna lehela kimesale. I'm confident I can deal with any rebel I meet. Ha! Hatch bello! Mapachtachovet eteli! Keshbeyu batelob kisine! They fight for their survival. Also hier sind mehrere Sachen falsch. Einfach nur, weil sie eben nicht die Sprache spricht und naja, es ist mega auffällig eigentlich. Aber jetzt ganz ehrlich, ja doch, wir müssen hier durch. Ich dachte schon gerade, was ist denn hier los? Wo soll denn Ätzli sein? Und der hat sich hier wahrscheinlich reingeschlichen. Irgendwie. Sag mal, sind die Rebellen alle dasselbe Modell oder was? Die haben alle keine Haare auf dem Kopf, tragen alle die gleiche Kleidung. All these fallen soldiers, far more rebels than cultists. Das sind auch dieselben Leute, die da geopfert wurden. Ne? Das ist alles das Gleiche. Hätten die nicht wenigstens zwei Modelle nehmen können? Nein, nur eins. Ja, wir gehen hier mal weiter. Hachebanu chikin topikonop. Chen humpel batelilu chhelbe shunahe. Beishan in tukul. Minano Nukolov, Malov, Yetel Mishuts Kansani Lobby, Tokili Uhets, Tantike, Bailey Kun Uchulo, Hachwahelum Binton Utsil Waminan Kukulkantik Wignalone? Okay, nee, wir gehen gleich hin. Aber wenn wir. Das sah gerade sehr seltsam aus. Aber wenn wir können, gehen wir erstmal hier hin. Schauen uns diesen abgetrennten Hof an, warum der auch immer abgetrennt war. Kann man mir mal jemand erklären, warum die hier sowas machen? Jahresbündel. Yay! Ein Kalender. The collection of reeds bundled together with rope and stone is used as a calendar, usually representing a 52-year cycle. Okay. Und wo kann man denn ausrollen? Nee, sieht nicht so aus. Interessant. Es ist halt ein Bündel. Ach, verbundene Schilf. Okay. Kann man wahrscheinlich lösen und dann sich anschauen mit den Ringen hier. Ist interessant. Dann hast du quasi einen Kalender oder was genau davon? Entschuldigung, Leute. Ja, ich bin hier neu. Lass mich mal durch. Ateni, Kimesach, Pinka, Ma. Utskan Wantalil, una hakustal. Bastial, tialin kimesal jokol kilich mayakche, tialin wilik tochbal, ukakil inishahawon, uhashutzile kashiken, yignal jumtsilob janal bishik. Tanu vintech kasil, ma kuslakech kakash, vishela hokol, utsili kilapatik letusil jumtsilo. Tuseten lobin tonov. Makat, like samuko. Oh, dieses schwere Atmen ist unangenehm. Hört sich sehr schlimm an. Oh, ist das Hakan? Nee, Hakan hat ja. Sieht anders aus, aber. Sieht so aus, als ob sie da gleich jemanden noch hinrichten wollen. Okay, wir müssen da durch. Wir schauen uns das mal an, was die mit den Gefangenen hier machen. Die Mistkerle. Ne, ihr sagt wohl nichts weiter dazu, ha? Huh? Leute schnaufen hier. Die Leute haben Angst. Und wir laufen hier rum und klauen das Gold aus dem Brunnen. Tja. Das war ja ein großer Kampf scheinbar hier, Angriff. Das ist hier das Main-Lager von denen.
Okay, da geht sogar rein. Wir haben hier einen Monolithen, den wir uns anschauen. Aber ganz ehrlich, hier so die Adligen, sind das die hier? Die Leute mit Jade ausgestattet sind ja eigentlich die Adligen tatsächlich. This describes something nearby. They stand back to back, two brothers in arms. I lie at the feet of the one who watches the shaded serpent. Okay. Ich weiß nicht, ob wir schon dran vorbei sind, aber wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal, ob wir hier was finden. Waffenbrüder. Es werden wahrscheinlich irgendwelche Statuen oder sowas gemeint. Oder Abbilder. Das ist ja die Pyramide von Kukulkan. Und wie gesagt, die Typen hier, das müssen die Adligen sein. Oberstadthaupter, genau. Das muss die Oberstadt sein, das wollte ich halt gerade sagen. Zwei Wächter. Ob das wahrscheinlich... Nee, die Rücken an Rücken stand da, ne? Okay. Sagt sie noch was? Nee. Gerade nicht. Wir sollten uns wahrscheinlich auch jetzt gerade nicht umziehen. Jetzt schaue ich nochmal. Sie stehen Rücken an Rücken. Zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen der ihnen... Okay. Rücken an Rücken. Sehe ich gerade nicht. Sehe halt auch niemanden hier Rücken an Rücken stehen. Das sind auf jeden Fall hier die Rich Kids. Irgendeine Vase. Bulging eyes. Fangs. This is Tlaloc, the Aztec god of rain and storms. In his gentler temperament, he's also the god of water and fertility, bestowing life and sustenance. But on the other side of the coin, he's responsible for thunder and lightning, hail, and the other destructive aspects of water, including erosion, affiliating him with caves, pools, and springs. Oddly enough, he lives in a mountain. His bird is the heron, but he's associated also with animals like snails, frogs, and other amphibians. Okay. Wir können mal mit einer Adligen sprechen hier auch. I'm sure there'll be a solution to this conflict soon. Okay. Ich habe jetzt aber niemanden hier gefunden mit Rücken an Rücken. Es sei denn, wir müssen nochmal runter, weil sonst gibt's hier ja nichts, ne? Weil wir sind ja an sich ansonsten hier schon dran vorbeigelaufen, oder? Naja, nicht ganz. Vielleicht gibt es hier doch noch eine Sache. Rücken an Rücken. Aber wenn wir hier rein... Ah, okay. Ja, ja, jetzt sehe ich's. Rücken an Rücken sind sie hier. Und da ist das. Come to Lara. Come to Lara. Schlawinerin. Den Monolithenschatz haben wir auch gefunden. Der war jetzt auch nicht schwer versteckt. Töt! Nein. War angerempelt. Und der lässt das zu? Dass wir ihn anrempeln? Ah, das ist Ezdi. Der versteckt sich hier richtig gut, ne? Kann man ihn nicht von hinten sehen. Lara, your serpent guard disguise is good. I discovered the passphrase for the prison where they're holding my mother. Innocent eyes will blink at dawn, when weakness falls away. Understood. We'll get her out, Ezdi. There's one more thing. Hakan has been captured. Ja, hab ich gehört. He's my friend Kiara's dad. If he is sacrificed, I'll see what I can do. Wow, ey, das ist echt. Ich weiß nicht, wir hatten das lokalisiert. Also nicht lokalisiert im Sinne von die Übersetzung gemacht, sondern wir hatten hier die. Weiß ich nicht. Hakans Rettung. Müssen wir das zuerst machen? Oder ist das eine Hinrichtungsaufschub?
Ja, wo ist das denn? Ah, okay. Die Rebellion lebt. Der ist voller Fleischmarkt. Why? Können wir aber nichts verkaufen. Okay, hier ist nochmal eine Nebenmission. Vielleicht sollten wir uns wirklich um die auch erst kümmern. Einfach nur, weil es nett ist. Boah, das ist ja auch wieder hier so riesig. Mann, von einem riesigen Gebiet ins nächste riesige Gebiet. Achso, ich bin voll. Oh. That must be Kiara, the girl Etsy mentioned. Which means Hakan is in that cell. I've got to find a way to get him out. Wir reden trotzdem mal mit dem Mädchen. I'm not gonna hurt you, Kiara. I'm with the Rebellion. Etsli told me. Your friend Etsli told me I should help you. To Hahil? Yes. So why don't you tell me what's happened? No tata, kitlatlakoltia kokolkan, ikai temikilis, tlenonanan, nikilwik toya ashtlen, kiwalikaskia, sapampa, sanamo tlakaki, kinekiyaya kimiktis kokolkan, iwanaman yamikis, iwanani mukawas, no seltitsin. Hey, it'll be okay, little one. Maybe I can help. Tu hajil? Yanula kusholo of te kiwiko. Beishantak uyantajo. Vale, hachakanu yolov. Mashane techel awoksik tutukulove. I'll do whatever I can, Kiara. I promise you. I won't let them take your father from you. Nip ola lahau. Call me Lara. Okay, war auch nicht auffällig, dass sie da eine Lampe hängen hat. Hakan befreien. Hört doch mal auf, rumzuschreien. Oder der Falke hier. Also da haben sie ihn auf jeden Fall eingesperrt. Also da oben schreit der Typ herum. I want to free the prisoner, but I can't do it alone. Mileti leishi kolelto yalahun urato. Wakukuchul makimesabe. Kinwanti kuhekatik leholo. Wenn es sicher ist, hilft dir, die Tür zu öffnen. Kikik danilo bachau. Kimagwawol yetele kimesahilobo? The executions. Of course, but I need you to stop the prayers for now. Ja, hört mal auf hier zu. Sprechen wir weiter mit den Leuten hier. Don't be alarmed. I'm a friend of Unaratu's. I'm trying to free the prisoner and I need your help. Nanik neki nikekstekwis nosiwa. Tlayowa. Nokekochtok. Nel niknekiya. Inintlamantli. Glaseselilisiotl. Joshua Little Lulu. Was? Would you play your instruments for an envoy of the gods? Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich rede einfach mit ganzen Leuten, die grün sind. It's too heavy. I need to find some help. Ich dachte, wir hatten das schon geklärt. It's safe now. Help me open the door. Okay, the guards are gone. This should do it. Naman
Schnell, schnell, schnell. Nenki neki totatzin. Don't worry, I'm a friend. Amonik pilla no wampoyowa. Trust me, I'm a wolf in sheep's clothing. Your daughter's waiting. Can you walk? Kayara! Damn! Kayara, Shia! Shia iwan shimomanawi! Nimitsasitiyok! Okay, Hakan. I'll find us a way out of here. Nama namonikin namiki. Inin wakaeoket len nikitak. Ne unuratu. And if I remember correctly, you were told not to go after Kuku Khan. Yeah, ziemlich blind und blöd. A daughter needs her father more than you need revenge. Ja, aber echt? Denkt doch mal an eure Angehörigen. Ah. Vor allem an eure Kinder, wenn sie noch so klein sind. Könnt ihr nicht einfach immer zurücklassen? Die brauchen auch jemanden. Die können doch nicht alleine bleiben. Also, sollten sie nicht. Schon schlimm genug. Stay close. Schlimm genug, dass... Du sollst bei mir in der Nähe bleiben, nicht nach vorne rennen, du Penner. Ich hasse sowas. Ja, weil du nicht hörst, du Penner. Ich... If we work together, we can move this stone. Okay. Geh. Nibola, ikil ta unuktak ten lebeho. You helped. Mayok sale helkin waliko. Leti ubehil tibasha kanano. Utialin chupul palil. Kamle shotoba utial kachin watan. Janu me yakti kach tialu kumesik kukulkan. Das ist ein Messer. Lustig. Aber schön, dass wir helfen konnten noch. Nicht, dass sie sie jetzt... Oh. Ach, Gott sei Dank. Oh, Kayara! Nimitz itas, na yokeman nimitz kouteuas, shiwala, matijikan tochan. Gott, zum Glück haben wir da geholfen. Und du, hör auf, Leute zu töten. Hör doch mal, was die Leute dir sagen, Hakan. Tschö. Die Hand zum Gruß. Die Verurteilten. Jetzt können wir mit den Leuten hier noch reden. Bei titi kichihi panomet, len mi katzitzin, ashikneki mamo guapa, iwan. Manche die Typen, die da unten sind, danke übrigens. Quali, las kamati totiotzitzin, ke manopa, tlamokutlawiani, sampa mokwapke, kampaitstoya, timkauke, nopa kalskaukayot, shinetzke. Ja, kein Problem. Hauptsache euch ist nichts passiert, aber vielen Dank nochmal dafür. Ich wollte putzike, wakujo helti kukulkan, janushotike kpolu helintech. Kintu klike, letile chanchupale. Jan bastu betak in wohel. Kuntul chanchupal? Kachach letile akatial ak-ach-la-gila? Ja, ich glaube, da steht er nicht so gut da. Ja, das kleine Mädchen hat sie ihn befreit. Hat was damit zu tun. Non kimatises ekinoch klamantli. Ja, danke übrigens für eure Hilfe, ne? Le kushulmakobo, kujali kobe, takbinu muchikot aititi. Balelekem batelnakobe, maguatuntan, uhatsikonobi? Ja, keine Ahnung. Ist das wichtig? So. Innocent eyes will blink at dawn when weakness falls away. Geluveita la mane. Ja, danke. Ich möchte aber noch gar nicht. Ich wollte mich hier noch umschauen. In dieser berüchtigten Oberstadt, wo alles besser ist. Die Leute besser versorgt werden. Was machen die denn hier mit den Leuten? Achso, das ist die andere Seite. Hier waren wir nicht. Wir waren auf der anderen Seite. Ich erinnere mich. Achso, das ist Schießpulver, glaube ich, oder sowas. Ein bisschen der Art. Ich will eigentlich wissen, ob es hier noch einen Händler für uns gibt.
Ui, die haben hier. Ja, ja, das hat hier wilde Tiere und so. Ja, bloß nicht deine Hand reinstecken. Also. Das wäre ein bisschen doof. So, wir gehen aber hier erstmal rein, ein bisschen. Oh, das ist ja sie. Ach, ich wollte einen Rest kaufen. Laservisier erhöht den Zoom-Faktor plus Zielpointer. Anwendbar für alle Gewehre. Genau deswegen bin ich eigentlich hier. Ich wollte einfach nur den Rest holen. Ich verkaufe mal kurz geschwind alles. So, ich habe das alles verkauft. Jetzt kann ich mir noch den Rest hier kaufen. Ich habe genug Geld, glaube ich, dafür. Wir holen uns das Laservisier. Eine vollautomatische Pistole, die Schaden für Feuerrate opfert. Ja, brauchen wir nicht, aber kaufen wir. Und purpurne Jägerin. Dieses Outfit wurde von den Händlerinnen, von Moreka getragen, als sie noch jung war und sich weit weg von Paititi wagte. Mehr Erfahrung von Jagen, Effekte von Konzentrationszeit halten länger. So ein Gesamtset. Aber das holen wir. Was sollen wir sonst mit dem Geld machen, ne? Ja, mache ich. Wenn ich was brauche, komme ich zu dir. Aber jetzt haben wir hier noch eine Schatztruhe. Die schauen wir uns natürlich auch an. So, was war da jetzt drin? Ohrschmuck. These ear ornaments are in pristine condition. They contain a carved out illustration of a winged beast with a pronounced trunk and a torch or staff in its hand. Ja, sieht aus wie ein Elefant, vielleicht indisch. This type of jewelry is a symbol of wealth and prosperity, maybe even belonging to royalty. Sieht man, wie groß diese Ohrstecker eigentlich überhaupt waren, ne? Die haben richtig große Löcher gehabt in ihren Ohren, damit die Dinger da auch reinpassen. Ja, wir schauen uns mal hier hinten noch weiter um, solange wir das noch können, weil wir müssen ja nach unten gehen. Okay, aber coole Frisuren, finde ich interessant. Und die stehen hier natürlich auf Hinrichtung. Ich meine, es gab ja sonst nichts zu tun, ne? Dann ist so eine Hinrichtung genau das, was man sich gerne anschaut. Ein Ereignis. Was haben wir jetzt gefunden noch? Hölzernes Gewehr. This wooden firearm is almost an exact replica of a modern wow. Assault rifle. The artisan who made this must have had an excellent memory or worked from a model, perhaps a weapon stolen from Trinity. Das ist krass, das sieht hier richtig gut aus. Ich frag mich da, ob da auch noch ein Mechanismus drin ist. Weil man sieht hier den Trigger, der ist, glaube ich, sogar bewegbar und eben den Schlitten, den Laufschlitten, wo die Kugeln reinkommen, das kann man ja hier auch ziehen. Das ist schon krass gearbeitet, muss ich sagen. Sieht nicht schlecht aus, auf jeden Fall so. Künstlerisch. Kommen wir hier rein? Ist hier noch was? Ja, eine Karte. Wow, hier gibt es einige Texte scheinbar und hier gibt es noch einiges an Gebiet, aber das ist auch die verborgene Stadt. Das ist alles immer noch das Gleiche, also Paititi ist ja riesig. Bis man hier alles findet, dauert das Ewigkeiten und ein Yaxil, was ist das, Bericht? The Paititians who wrote this believe that something called the Yaxil live beneath Paititi. Ah, okay, das ist scheinbar das. According to this record, these beings are strongest during astrological events, which is consistent with the legends, but they also attack and feed on humans. But that's not the behavior that usually appears in the stories. From this description, what they call the Yaxil is the same type of creature I encountered in Kuakyaku. Also ja, Yaxil. So werden die Dinger dann halt scheinbar genannt, diese Menschenmonster, die ich liebevoll Wendigo nenne, die Prophezeiung.
When the crimson fire smokes, seek your mirror. Bit enigmatic that. I wonder what it's supposed to mean. Wenn das Purpurfeuer qualmt, suche deinen Spiegel. Interessant auf jeden Fall. Diese Andeutung. Ah, das ist nicht hier. Die anderen Texte finden wir scheinbar alle unten. Okay. Oder da oben. Schauen wir, ob wir da hochkommen. Ja, wahrscheinlich kommen wir da schon hoch. So, und jetzt können wir hier rein. Wo wohnen eigentlich die Leute hier? Frage ich mich gerade so ein bisschen. Aber hier geht's, es geht hier erstmal runter. Okay. Da haben wir noch das Klopfen der Trommeln von oben. Aber hier geht's nicht hoch, hier geht's nur runter. Wir hier in der Falle. How long are you going to maintain this charade of rebellion? Until we succeed and you're no longer a threat. And you say this to my face? You know I am honest. And time was, we were on the same side. I have allowed you to continue for too long. But no more, Unaradi. Or what? I could end your treason right now. Give me one reason I shouldn't kill you on the spot. Sie ist die Frau deines Bruders. Just one? Ja, er versucht scheinbar geduldig zu sein. Amaru, remember who you are. I am one of you. Yeah. Is that why you had me arrested? If my brother was alive, rest his soul. Yeah, he will think this bickering is a waste of time. Come home. I am home. This is home. Unaruto, dream for a moment. How will Paititi prosper when dawn comes in a world without threats coming from the outside? Aren't you such a threat? Remake the world? We all create destiny, together as we are. Everything I've ever done has been for Paititi. Everything! When it was divided, I unified it! I am the only one who sees the real threat here. You come and go as if your life here is optional. Yes. I have lived the outside world and I have seen what's to come. Every day it encroaches. Paititi will not survive its invasion. Everything we are will be taken or destroyed. Well, then we must fight for it together, according to the will of its people. By restoring the sun. That will only ensure Paititi's safety for a moment. But then, it doesn't protect us from discovery, invasion. Our destiny is to be doomed. No! No, we must be bold, decisive. Act with me. I need your intelligence, your resilience in my world. A world ruled by the cult of Kukulkan? Or should I say Trinity? If it's control you want, you can have it. Just help me now ensure Paititi's safety, and then, by all means, you can govern it as you wish. I will give you the throne. I will do it. No. I will find the box and restore the sun. May its light be your judge. Why do you think so little of me? Take her back to her cell. You can send me back, but I will never betray your people. No, you will just fail them. The box is gone.
a missionary, Andres Lopez. He stole it 400 years ago. Wusste ich. What? You just wasted your life searching in the wrong place. Leave me now. So viel haben wir mitbekommen, dass er sie wahrscheinlich gestohlen hat, aber wo hat er sie hingebracht oder was ist aus ihm geworden? Das wissen wir ja nicht. Scheinbar gehen sie alle. Okay. Ich hoffe, wir müssen jetzt keine Entscheidung treffen, zu wem wir verfolgen. Okay. Nee, müssen wir nicht. Oh, hier sind haufenweise Texte. Ah, juhu. So, was ist jetzt eigentlich unser Plan? Die Gefängniszelle erreichen. Okay, cool. Mache ich hier einen Cut? Ich glaube, ich mache mal hier einen Cut. Und zwar, wir haben ja jetzt Onorato gefunden. Wie wir sie befreien, wir haben ja auch die Oberstadt kennengelernt. Das hat leider auch ein bisschen Zeit gefressen. Und wir haben Hakam befreit. Immerhin etwas, was wir getan haben. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann versuchen, Onorato zu befreien oder zu gucken, was da eigentlich vor sich geht. Mal schauen. Ja, danke fürs Einschalten. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bis dahin. Bye, bye.